Tag und damit herzlich willkommen zu Jurassic World Evolution. Und ja, ich habe das mal spaßhalber mal kurz angezockt, deswegen steht hier auch weiter, aber wir wollen natürlich noch mal neu von vorne beginnen. Ich würde mich ja nur mal kurz einspielen. Also auf geht's. Neues Spiel starten wir. Tag, hallo. Willkommen. Ah, hallo. Willkommen. Ich bin Dr. Ian Malcolm. Sie haben vielleicht schon von mir gehört, oder zumindest sollten Sie von mir gehört haben, jetzt, da Sie hier sind. Vor Ihnen befinden sich die Inseln, die Sie verwalten sollen, falls Sie das können. Die 5 Tode. Wären es bloß 5 geblieben? Ich werde zumindest mein Bestes versuchen, wa? Okay, dieser Ort ist so gut wie jeder andere. Isla Matanceros. Relativ stabil. Ja, hier können Sie erste Erfahrungen sammeln. Und das sollten Sie auch, denn in den kalten Gewässern lauern große, wütende und hungrige Dinge. Und Sie sollten vorbereitet sein, bevor Sie sich dort hineinwagen. Okay, gut. Also, ich bin Cabot Finch, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Krisenmanagement und hier, um zu helfen. Beginnen Sie, indem Sie ein Hammond-Entwicklungslabor errichten. So, ich weiß ja nicht, ob wir das... Wir haben bereits ein Gehege für Sie in Angriff genommen. Sie sollten es einfach an die Seite anbauen. Aber Vorsicht vor den Dinos! Scherz, aber trotzdem Vorsicht. Ja, es sind noch keine Dinos da, Mann. Was ich sagen wollte, es gab ja vor ein paar Jahren, so 10 oder so, gab es ja mal Jurassic Park Genesis. Ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt. Das habe ich ja gesuchtet und habe das sogar bis vor ungefähr 2 Jahren immer mal wieder auf irgendeinem alten Laptop oder was auch immer, was ich gerade so rumkullern hatte, unterwegs. Einfach mal ein bisschen gezockt und dachte so, Mann, wäre das geil, das nochmal neu aufgesetzt, neue Grafik und alles ein bisschen schicker. Ja, ne? Und rauskommt das. Jurassic World Evolution. Finde ich den Hammer. Finde ich richtig geil. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich da mal ein LP draus und lasst euch einfach mal dran teilhaben. Wer Bock hat, guckt's. Wenn es euch gefallen hat, fände ich gut, wenn ihr da mal, ne, das auch wiedergebt und so. Ihr wisst ja, wie das geht. Und ansonsten, gucken wir mal hier und machen mal, wie uns befohlen. Ne, so. Stellen wir den mal... Ach komm, gehen wir mal damit ruhig hier so her einfach. Ganz sauber mittig, so wie gesagt. Konzentrieren wir uns auf den Grund Ihrer Anwesenheit. Eine zukünftige Dinosaurieranlage auf den Inseln, die auf Spanisch Las Cinco Muertes, die 5 Tode, heißen. Logischerweise muss es an das bereits bestehende Wege- und Stromnetz angeschlossen werden. Jetzt kommt die wahre Prüfung, das Ausbrüten eines Dinosauriers. Sie beginnen mit einem Struthiomimus. Wählen Sie das Entwicklungslabor aus und entscheiden Sie sich für eine Brutstätte. Es sind genug Genomdaten für Ihren ersten lebensfähigen Dinosaurier vorhanden. Ja, wir werden natürlich wie in all solche Games erstmal langsam reingeführt. Was ich gar nicht so schlecht finde, ist, dass man hier erstmal ohne großartige Ressourcen ausgeben zu müssen und verballern zu müssen für ein neues Gehege. Das war ja damals bei dem Jurassic Park Genesis war das ja so, da hat man ja wirklich mit nichts angefangen. Da ist man ja wirklich auf eine nackige Insel gekommen, da musste man mit einem Gehege anfangen und so weiter. Das hat ja alles gleich mal Geld gekostet. Dann hat man nur so einen doofen Zaun erstmal hingestellt und hatte dann manchmal auch erstmal kein Geld für einen Dinosaurier oder sonstiges.
Hier hatten wir schon mal so ein bisschen Grundsubstanz. Das ist gar nicht so schlecht. So, aber lange Rede, gar keinen Sinn. Fangen wir mal mit den Strutiumimus an. Genau, Strutiumimus oder sowas heißt da. Ja. Okay. Auf geht's. Ausbrüten kostet 30.000. Die Machenschaften der Ehrgeizigen, Ausgestorbenes zum Leben erwecken, mit Naturgesetzen jonglieren. Was soll da schiefgehen? Kommen Sie, Doktor! Wir haben durch unsere Jurassic-Unternehmungen so viel erfahren und seit dem letzten Mal noch mehr in sie investiert. Ja, Mr. Finch, ja, das letzte Mal. Es gibt immer ein letztes Mal und ein nächstes Mal. Ja, weiß ich nicht, ob das so sein muss, da oben, dieses komische Quatsche. Hat ja jetzt wenig Sinn, sag ich jetzt mal. Bringt jetzt nicht so viel. Ist so ein bisschen, ja, ein bisschen Palaver drumherum, aber jetzt nicht so wichtig irgendwie. Nervt manchmal eigentlich, ja. Aber gut. Nichtsdestotrotz. Freilassen. Leben. Es beginnt. Der kostbarste Moment. Das Ergebnis von unberechenbaren Aktionen und Reaktionen, Versuchen und Fehlschlägen, genetischen Mutationen und unvorhersehbaren Kombinationen. Chaos. All das ergibt am Ende ein lebendes, atmendes, denkendes Wesen. Und jetzt übernehmen wir, Sie, diesen Vorgang. Gut gemacht, schätze ich. Boah, ja, ist ja gut, ey. Meine Fresse, irgendwie, ich weiß zumindest nicht, wie man es abbrechen kann, deswegen. Der Hammond-Stiftung geht es um drei Dinge: Sicherheit, Unterhaltung und Wissenschaft. Ich habe die verschiedenen Abteilungsleiter schon gedrängt, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Sie werden Anregungen und Gelegenheiten zur Arbeit in deren Team anbieten. Wählen Sie einen Ihrer Aufträge aus. So können Sie Ihre Anlage entwickeln. Wir wollen natürlich... Dr. Dua, das ist unser neuer Verwaltungsdirektor. Ich weiß, mit wem ich es zu tun habe, Kibbot. Ich bin Dr. Dua. Ich leite unsere Wissenschaftsabteilung. Okay, Sie müssen sich einen Ruf in der Wissenschaftsabteilung machen. Das wird nicht einfach mit mir im Nacken, aber Sie schaffen das. Sie werden sich um unsere Dinosaurier kümmern und dafür sorgen, dass sie gedeihen. Gut. Aufträge können im Kontrollraum von den Abteilungsleitern angefordert werden. Schließen Sie sie ab und erhöhen Sie Ihren Ruf und Ihre Einnahmen, um Ihren Park zu vergrößern. Bauen wir doch mal, wie gesagt, so ein Expeditionszentrum. Eins noch. Ihr Ruf. Haben Sie ein Auge drauf, okay? Wenn Sie innerhalb Ihrer Abteilung einen guten Ruf haben, können Sie eher von ihr profitieren. Finanziell meine ich. Aber wie im echten Leben ist das Ganze ein Balanceakt. Jede Abteilung verlangt Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie diese nicht bekommen, nehmen Sie es schnell persönlich. Okay. So, jetzt muss man hier natürlich auch wieder den Weg dran kleistern. Mit Strom sind die noch durch die, also von hier aus versorgt. Das die war Leute denken, Kreis. Dass Geld Aber die Welt regiert. Aber das stimmt nicht. Aufträge regieren die Welt, mein Freund. Verpflichtungen und Engagement. Schließen Sie einen Auftrag ab und Ihr Ruf bei der Wissenschaftsabteilung erhöht sich. Wodurch Sie neue, komplexere und forderndere Missionen angehen können. Okay. Das Expeditionszentrum kann Grabungsteams in die ganze Welt schicken, um nach neuen Dinofossilien zu suchen. Ein Expeditionszentrum ermöglicht es Ihnen, Grabungsteams weltweit nach neuen Dinofossilien suchen zu lassen. Aus diesen Fossilien kann DNA extrahiert werden, die unsere Wissenschaftler dann in lebende Dinos verwandeln. Und um die geht es hier schließlich. Warum lese ich das eigentlich vor? Brauche ich doch gar nicht. Wird doch alles für mich erledigt.
Einfach mal Fresse halten, ich weiß schon. So, Expeditionsteams, na dann. Ich habe eine interessante Gelegenheit für Sie. Durch Sie könnten wir zusammenarbeiten und Leben erschaffen. Echtes Leben. Wenn Sie Dr. Malcolm zugehört haben, wissen Sie, wie wichtig das für uns ist. Und für mich. Wie schaffen Sie 50% des folgenden Genoms Triceratops? Heißt das... Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir... Ich wusste, dass Sie auf meiner Wellenlänge sind. Hinterfragend, voller Antrieb. Und ich wusste, Sie könnten nicht widerstehen. Also los. So, jetzt habe ich die also mal auf Expedition geschickt, aber ich weiß nicht, zusammen ob... Zusammen können wir eine authentischere Version unseres Dinosauriers erschaffen. Dazu brauchen wir ein vollständiges Genom. Ich hoffe, Sie sind dazu bereit. Enttäuschen Sie mich nicht. Gut, also müssen wir den Gut, auf 100% bringen. Das Expeditionsteam ist unterwegs. Was immer es findet, bringt es zur Extraktion ins Fossilienzentrum. Dorne. Mein Gott, dieses ganze Dazwischengequatsche ist ja wirklich manchmal anstrengend, aber gut. Ihr Job ist wirklich einfach. Entschuldigung. Erschaffen Sie Dinos, die Besucher in die Anlage locken. Das bringt uns Kapital, das es uns ermöglicht, mehr Forschung zu betreiben, bessere Anlagen zu bauen und mehr Dinos zu erschaffen. Und genau darum geht es. Ein ewiger Kreislauf von Leben, Entwicklung und Rohstoff. Natur und Kommerz. Ganz einfach, oder? Ich werde jetzt natürlich erstmal alle extrahieren, um einfach die Genome hochzutreiben, dass wir die auf 100% haben. Und je, ja, wurde ja eben schon gesagt, je mehr wir davon haben, wenn wir 100% eines Genoms haben, je authentischer sind die Dinos und je langlebiger sind sie ja dann am Ende auch. Das bringt also nichts, wenn wir da erstmal jetzt auf Geld gehen. Zumal ja so eine Expedition auf 75.000 kostet. Das heißt, wir brauchen auch dringend das Geld. Und je schneller wir jetzt die 50% des Triceratops zusammen haben, je schneller haben wir dann auch die Mille, die uns dann wieder weiterhilft. So. Dann möchte ich aber gerne natürlich eine erste Attraktion bauen. Attraktionen waren hier. Und zwar, wo war denn das? Ach nee, das war bei GMG. War das bei den Gehegen mit? Moment, Moment. Ach ja, hier. Diese Aussichtsplattform, damit die Kollegen, die nachher, also die Kollegen, die Besucher, die ja nachher kommen sollen und sich die Dinos eben anschauen sollen, damit die eben auch vernünftig sich die Dinos anschauen können. Machen wir hier eben diese Aussichtsplattform hin. Sie sollten Genome aus Fossilien extrahieren, die Sie in Ihrem Fossilienzentrum gesammelt haben. Dadurch erhöht sich die Menge an brauchbaren Daten zur Erschaffung von Dinosauriern. Jo, ich weiß doch. So, jetzt müssen wir den noch mit Strom versorgen hier. Dann stellen wir da mal hier so ein... Einfach so ein Mast... Mal hier mitten in die Botanik, damit wir einfach ein bisschen, genau. So haben wir einen größeren Radius und können einfach nachher auch dann hier noch irgendwas hinstellen. Und wenn es am Ende, ja weiß ich nicht, wenn es hier ein kleines Gehege ist für einen anderen Dino, der hier noch mit Wasser versorgt wird. Und wir haben dann eben nochmal so eine Aussichtsplattform hier irgendwo an der Seite, die dann eben auch gleich mit Strom versorgt wird. Das passt dann am Ende schon. So, gucken wir doch mal. Wir haben... Theoretisch müsste die Expedition jetzt rum sein. Da ist ja meistens noch mehr zu finden. Ist ja mit einmal nicht getan. Dann können wir jetzt hier auch... was haben wir hier? Das können wir nur verkaufen. Aber 120.000 hilft uns ja auch. Ein Amphibienfossil, okay. Kriegt wahrscheinlich jetzt irgendein Museum oder sowas. So, Triceratops... Okay, Triceratops, wie gewünscht. So, da kriegen wir immerhin noch mal ein paar Prozente. Das war vorhin jetzt aber nicht sonderlich viel, ne? Ich glaube, da war noch relativ viel Triceratops dabei. Aber hat uns nur 4% eingebracht. Na gut. Na gut, das sind wahrscheinlich diese Fossilien. Wir müssen wahrscheinlich gucken, dass wir mehr Bernstein finden. Oder hoffen, dass wir mehr Bernstein finden.
Das ist dann wesentlich ergiebiger. Na gut, das sind ja dann wieder die, Moskitos drinne, genau. Moskitos heißen sie. Wir machen große Fortschritte. Ich stehe möglicherweise an der Schwelle zu einem Wunder. Und ich stehe hier nicht zuletzt wegen Ihres Beitrags. Jetzt müssen wir unseren Dino ausbrüten, schlüpfen lassen und aufziehen. Dann wissen wir, ob wir für unsere Mühen belohnt werden. Okay. So, die sind doch jetzt aber schon... Genau, in einer Minute sind sie wieder zurück. Dann können wir dann nochmal gucken, was wir an Fossilien haben. Aber wir werden mal trotzdem einen... Den wollte ich vorhin schon freilassen, weil das sind ja Rudeltiere, diese kleinen... Diese hier. Ein Studiomimus. Genau, die da. Interessant. Noch ein Dinosaurier, der eine direkte Verbindung zu unseren modernen Vögeln nahelegt. Da dieses Gehege hier relativ groß ist, werde ich mich jetzt erstmal auf Pflanzenfresser stürzen, sozusagen, damit wir hier einfach ein bisschen das Gehege vollkriegen, eine etwas größere Anzahl an Dinos bekommen, dementsprechend mehr Besucher, weil diese die ja natürlich auch alle sehen wollen. Und wir brauchen erstmal kein zusätzliches Gehege. Tun wir jetzt hier einen Fleischfresser rein, haben wir wahrscheinlich einen Zonk. Das wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Aber die brauchen hier auch zu fressen, damit die nicht krank werden. Also müssen wir hier so einen Pflanzenfresser, so einen Futtertrog dahinstellen. Genau. Eine Futterstation so. Genau, und schon stürzen sich die Kollegen drauf. Es gibt Happenpappen. Happenpappen gibt's. Genau. Also gut, gehen wir mal weiter. Wie lange braucht man noch, bis wir den... den Triceratops habe ich noch nicht angestoßen. Wollte ich machen. Das habe ich jetzt vor lauter... Stuzimius, oder wie sie heißen, vergessen. 230.000 ist natürlich... Im Gegensatz zu 30.000 eine Stange Geld. Der ist aber auch um einiges größer, der Kollege, wa? Kostet es dementsprechend mehr. Gut. Aber wir haben ihn erstmal. So... Die müssten ja jetzt wieder zurück sein. Genau. Schicken wir sie doch gleich nochmal hin. Auf dass sie weiteres finden werden. Und wieder ein Fossil und wieder nur so kleine Fossilien. Wenn das jetzt beim nächsten Mal hier auch wieder so wenig ist, was dabei rauskommt. Hier ist Triceratops auch dabei und wir haben wahrscheinlich eine höhere Ausbeute, weil hier auch mehr Dinosaurierarten noch dabei sind. Dann schicke ich sie dann einfach mal hierher. Der interessiert mich erstmal noch nicht, weil es einfach der Ceratosaurus interessiert mich jetzt nicht, weil das natürlich ein Fleischfresser ist. Und ich für den jetzt extra noch ein Gehege bauen müsste erstmal. Das will ich mir für später aufheben. Wenn wir so ein bisschen Substanz haben, womit wir einfach, sagen wir mal, Geld verdienen erstmal. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen mit irgendwas anfangen. Und da gucke ich, dass ich jetzt erstmal zwei, drei Arten in einen, also zwei, drei Pflanzenfresser in ein Gehege bekomme. Und wir den zahlenden Besuchern erstmal was bieten können. Was die zahlenden Besucher natürlich auch wollen, sind so ein bisschen Souvenirs. Also wir wollen natürlich, dass sie Souvenirs kaufen. Wir wollen natürlich, dass sie was zu essen haben. Von der Warte her gucken wir mal hier, dass mal einerseits ein Fastfood, ein Souvenirshop. Den platzieren wir mal hier. Den Souvenirshop. Da ist das alles hier relativ nah beieinander, nicht so weit voneinander entfernt. Jetzt können wir unseren ersten Triceratops freilassen.
Sehr schön. Komm, Hasi, komm. Ja, fein. Ey, die Grafik finde ich ja schon mal total Hammer, muss ich sagen. Also, gefällt mir sehr. Schrei mich nicht so an, ich bin sensibel. Die neuen Exemplare, Dinosaurier, entsprechen den Erwartungen. Aber wir wollen, dass sie gedeihen. Das ist unsere nächste Aufgabe. Dafür sorgen, dass unsere Exemplare gut versorgt sind. Dinosaurier wohl. Die Schwierigkeit bei Dinosauriern ist, dass sie keine Erfahrungen im Umgang mit Menschen haben. Also erwarten sie sich keinen Dank oder dergleichen. Ja. Ich folge ihren Errungenschaften mit großem Interesse. Und ich bin etwas enttäuscht, dass Dr. Dua sie damit betraut hat, anstatt mich einzuweihen, was sie definitiv hätte tun sollen. Das werde ich später mit ihr besprechen. Wo ist denn hier der... Wo sind wir mit dem Weg daran? Habe ich das jetzt falsch gebaut? Zusätzliche Mittel können wir immer gebrauchen. So könnten wir sie uns verdienen. Sind wir nötig, fossilen, um mindestens 50% eines Dinosaurier-Genoms zu erhalten? Ja gut, das kriegen wir, das kommt ja dann mit der Zeit einfach. Moment, da muss ich mal gucken hier. Irgendwie haut das hier nicht so ganz hin. Nee. Da muss ich mal gucken, dass ich jetzt hier irgendwie... So. Machen wir es jetzt einfach so. Sieht zwar nicht schön aus, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet vorhin. Dass ich das Gebäude mal hätte drehen sollen. Kann man ja machen. Aber ist jetzt, glaube ich, an der Stelle nicht das Problem. So, dann gucken wir mal gleich hier nochmal wieder in die Fossilien. Also man muss ja halt auch ein bisschen hinterher sein, ne? Das geht hier zügig hintereinander weg. Da kriegen wir gut Triceratops. Das ist sehr gut. So. Dann schicken wir die Kollegen mal dahin. Gucken mal, was dabei rauskommt. Da haben wir vielleicht auch nochmal ein bisschen anderen Dino mit dabei. Denn auch da braucht man ja Endosaurus oder wie er heißt. Oder Edontosaurus. Ich kenne mich da jetzt halt auch nicht so aus, ne? Also verzeiht mir, wenn ich jetzt die Dinosaurierarten und Typen nicht so kenne und kann. Ich glaube, da kann man drüber wegsehen. Ihr wisst, welche Dinos ich meine. Finde ich schon mal ein bisschen geil, muss ich sagen. Gefällt mir außerordentlich gut. Was haben wir noch? Wir haben jetzt erstmal Edmontosaurus, genau. Den will ich natürlich dann auch als nächstes noch mitmachen. Dann haben wir nochmal eine dritte Art an Pflanzenfresser mit im Gehege. Und das wird die zahlende Kundschaft sehr freuen, denke ich mal. Und dann gucken wir mal, was wir noch so Schönes machen können alles. Wir können irgendwann später auch noch ein Hotel bauen und werden natürlich da auch nochmal ein bisschen zusätzliches Geld reinbringen. Ist jetzt bei der Größe, glaube ich, eher rausgeschmissenes Geld, denn so ein Ding kostet gleich mal 750.000. Und die können wir durchaus mal in ein... Ja, 39.900 pro Minute, das ist doch... gar nicht mal so schlecht. Also da haben wir doch gut Gewinn aktuell. Und da können wir sukzessiv weiter ausbauen. Ne, und selbst wenn uns dann hier und da mal ein kleiner Dino verstirbt, können wir für Nachschub sorgen. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Hervorragend. So, jetzt müssen wir mal... Brauchen Sie eine betriebsbereite Ranger Station? Okay, das ist eine unserer nächsten Aufgaben. Hier, Ranger Station. So, hier machen wir
Die Ranger Stazione. Sieht so aus, als hätten sie keinen Strom. Nicht gut. Bauen Sie mehr Kraftwerke oder erhöhen Sie die Produktion. So, ja, wir müssen dann also hier... Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Das ist ein... Das war das Expeditionszentrum. Wo haben wir denn hier unser Kraftwerk? Da ist unser Kraftwerk. Sehen wir denn hier... Ich bin Owen Grady. Meine Freunde nennen mich Owen. Eigentlich nennen mich alle so. Ich habe Dinge gesehen, über die ich nicht sprechen will, aber ich fühle mich den Dinos verpflichtet. Raptoren im Speziellen. Vor allem Blue und ich haben eine besondere Verbindung. So wie Claire und ich. Aber weniger kompliziert. Strom ist etwas, das wir bei unseren Operationen nicht einfach ignorieren können. Ohne Strom sind wir antriebslos. Gut, Kraftwerke versorgen uns also mit Strom, okay. Umspannwerke leiten Strom zu umliegenden Gebäuden. Ne? Das ist immer dieser Kreis, den wir da drumherum gesehen haben. Und wenn wir ein Gebäude außerhalb des Kreises bauen, dann müssen wir halt das Ganze ein bisschen erweitern oder ein weiteres kleines Kraftwerk eben hinsetzen oder ein größeres oder was auch immer man später noch alles so machen kann. Ich bin mir nur offen gestanden nicht ganz sicher. Gesamte Stromproduktion, unbenutzter Strom 8, das heißt von den 60 werden gerade 52 verwendet. Der ist also, naja, sagen wir mal fast am Ende. Ne? Also wahrscheinlich für die Ranger Station könnte es eventuell noch reichen. Da wäre ich jetzt einfach nur mal hier das Ganze etwas hier rüberziehen. So, dahin zum Beispiel. So. Ja. Okay. Reicht das jetzt nicht vom Kraftwerk aus? 7, das ist jetzt 1 weniger. Warum? Verstehe ich das jetzt, das verstehe ich jetzt nicht. Das ist doch im... Das ist da aber im Kreis drinne.